So, ja, so mäßig, ich willkommen hier bei Boxville, die Demo, so PlayStation 4, war der August 2023. Ja, sag schon mal, mir geht überhaupt nicht ab. So, hier, Point-and-Click-Game, aber vom Feinsten. Ja, es kam auch irgendwann noch nicht weiter, deswegen, tja, ich würde es nur sagen. Ja, die Dose, ja, wäre besser mal in den gelben Sack geflogen. So ungefähr, naja. Sieht zwar ganz lustig aus, hier man spielt es in einem, tja, was ist die Schnitt? Blaue Coca-Cola-Dose oder was? Ja, irgendwas halt. Spardose. So, kann man halt da rumlaufen. So, ja, kann man halt mehrere Fenster, also man kann auch in den nächsten Bildschirm reingehen oder in einen anderen Bildschirm, je nachdem. Da hat man hier so halt hier so ein paar Rätsel. Und na, wahrscheinlich jetzt werde ich wahrscheinlich sogar scheiß Rätsel da packen, weil nachher im Video gucke ich auch rechts da an die Tafel und dann stehen da Uhrzeiten dran, also wie hier eine Uhr. An die Uhr kann man auch drauf klicken, 7 Wochen später. Wahrscheinlich muss man dann da so einen Code eingeben, was die Uhrzeiten dann da sind. Dann hätten wir wahrscheinlich das Rätsel gepackt oder was. Naja. Gut, was naja später erst, wenn man ein Video macht und guckt sich Kram an, was man überhaupt gemacht hat. Tja, dann wird man schlauer. So hier, sonst kann man hier sonst nichts machen. Mit den Leuten labern, ja hier, zack, ja, wieder ein paar Äste gekriegt, super. Kann ich mir ein paar Pfeile bauen ohne Fallenbogen. Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier sind mehrere Rätsel, man kann mehrere Räume reingehen. Da kann man auch nachgucken. Da an dem Rad kann man rumdrehen, gleich wieder, ja, wieder hin und her laufen, mit den Motherfuckers da reden. Aber wahrscheinlich muss man erstmal ein Uhrenrätsel machen mit den Codes. Quasi das erste eigentliche, was man machen kann. Ja, hab ich nicht auf die Reihe gekriegt, weil was soll, war das erste Mal, kommt es mir egal, ist eine Demo. Juckt mich egal, halt. Ich habe keine Geduld dafür, für so Sachen da. Ich brauche Action und jetzt hier langsam darum rumdosen und naja, muss man, tja, was auch immer das war, aus dem Müll im Kram rausholen. Muss man erstmal auch immer erstmal drauf kommen. Wie gesagt, da ist hier so ein Code und da ist eine Uhr. Und rechts ist so eine Schalttafel. Da sieht man 4 Uhrzeiten, sieht man da. Entweder den muss man bei der Uhr eingeben oder hier als Code eingeben. Ja, kann ich mir nur denken. Wenn nicht, dann soll ich das Spiel verbrennen. Ey, ist mir egal. Auf jeden Fall hier habe ich jetzt erstmal nichts hingekriegt. Da wusste ich auch nicht, dass ich das so überhaupt wen packen könnte. Oder die Methode habe ich mir nicht. Ja, gedacht, dass ich das so machen könnte. Ja, ich wollte jetzt einfach mal hier. Tja, richtig Code, ich beim ersten Mal, scheiß ersten Mal packen. Na, ging natürlich in die Hose. So, kann man wirklich nur ein paar Blumen hier berühren. Cool, mehr, wieder zurücklaufen. Ja, so ist das halt. Ja. Ja. Ist mir alles zu langsam, dauert alles viel zu lang hinlaufen und so ein Kram. Ich mag so Point-and-Click-Spiele eigentlich überhaupt nicht, deswegen ist nicht so meins, naja. So, naja, so jetzt sieht man mal hier die kommenden Uhrzeiten. So, danach bin ich zu der Uhr hingegangen. Entweder die Uhr irgendwie einstellen oder halt den kombinierten Code da irgendwie halber machen. Naja, mir war zu dumm. Ja, was soll, komm, ey. Boah, war nur Demo. Ist egal, was wir machen. Slow Motion da rumlaufen. Also, da fehlen sowieso die Zeiger. Jetzt sehe ich doch erst. Naja, muss man die Zeiger erstmal noch finden. Ach komm, ist mir zu dumm, so eine Scheiße da, ey, auf. So. Naja,
Ach, sowas habe ich gar keinen Bock. Nee. Na, ja klar, das coolste Spiel der Welt, kauft euch, klar, ich würde sogar dreimal 1 Million Euro dafür ausgeben, ich würde mir dreimal kaufen, gell? Alles klar, gell? Wird gehypt ohne Ende, alles klar. So, macht euch schon einen schönen Tag, sag ich mal, ein bisschen jetzt mal wie ein Tschüss, hier war's hier mit, gell? Ich muss schon meinen Kanal liken und abonnieren und ja, tja, klar, das Spiel der Welt, oder? Ja, naja, bis dann. Und so liegt man später auch in der Ecke, wenn man das Spiel weiterspielt. Wie eine faule Dose, die nichts mehr kann und verraffen ist und verrosten ist und Bullshit.